Frisch aus dem Urlaub gibt's nochmal ein Video für euch, und zwar, welche Version von Assassin's Creed Mirage ist die richtige für euch? Das gibt's jetzt. Ja, Assassin's Creed Mirage hat 3 Versionen. Es ist zwar ein kleineres Spiel, gibt aber dennoch natürlich eine Standalone-Version dafür. Und wir fangen an mit den 3 unterschiedlichen Editionen. Ich bin ja heute noch immer im schönen Kroatien und habe mir hier so einen kleinen Park rausgesucht, wo ich nochmal ein Video für euch aufnehme. Ich hoffe, das ist mal eine schöne Abwechslung für euch, das Ganze hier aus der Natur zu sehen. Erstens haben wir natürlich den Vorbestellerbonus, die 40 Diebe-Quest. Die gibt's für Assassin's Creed Mirage, wenn ihr das Ganze vorbestellt. Es kommt ja 2023 raus. Wann ist noch nicht klar? Das heißt, eventuell habt ihr Glück und es kommt vielleicht schon im April raus, Mai oder Juni. Falls ihr Pech habt, dann maybe im Oktober oder November. Ich hoffe auf den frühen Zeitpunkt. Man muss aber realistisch bleiben. Durch Covid hat sich vieles verschoben. Vielleicht bleibt es dann bei einem späten Release. Im Endeffekt habt ihr jetzt noch die Chance, das Ganze ein paar Monate vorzubestellen. So, wenn ihr euch jetzt entschieden habt, das Ganze vorzubestellen, dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Erstens die Standard-Edition. Die beinhaltet, oh Wunder, natürlich das Spiel Assassin's Creed Mirage. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Kostet 50 Euro auf Amazon. Link packe ich euch gerne unter das Video. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Edition. Das ist natürlich die Deluxe Edition. Und da ist einiges mehr drin, unter anderem Assassin's Creed Mirage auch wieder. Dann natürlich das Deluxe-Paket, und da ist was ganz Besonderes drin, nämlich von Prince of Persia inspirierte Items. Unter anderem ein Pferd, also ein Reittier, ein Adler-Skin. Der Adler ist ja schon längst bestätigt für Assassin's Creed Mirage. Der wird auch wichtig sein in AC Mirage. Zusätzlich ein Rüstungsskin, Waffen und noch mehr, heißt es hier seitens Ubisoft. Ich weiß nicht, was da noch mehr zukommt auf uns, aber in diesem kleinen Preview sieht man auf jeden Fall, wie die Items aussehen. Es erinnert sehr stark an Prince of Persia. Und vielleicht hat das auch irgendwie einen kleinen Hinweis uns gegeben, dass es vielleicht mit Prince of Persia demnächst weitergeht. Das Spiel sollte ja jetzt schon Ewigkeiten raus sein, also das Remake. Falls ihr es wisst, Assassin's Creed ist ja aus Prince of Persia hervorgegangen. AC1 war ursprünglich als Prince of Persia DLC geplant, und deswegen passt es nur umso besser, wenn jetzt hier das Basim Standalone Game in dem Raum von AC1 auch entsprechend Prince of Persia Anlehnungen mit sich bringt. Das Deluxe-Paket kostet allerdings 60 Euro und hat zusätzlich zu diesem Inhalt nur noch eine Kleinigkeit meiner Meinung nach, und zwar das digitale Artbook und den digitalen Soundtrack. Ihr könnt es euch anhören und angucken. Ist nicht mein Favorit. Also wenn, dann stelle ich es mir in den Schrank oder konsumiere das auf YouTube, aber weiß ich nicht. So ein PDF-Artbook, ich persönlich feiere es nicht. Falls ihr sagt, ey, die DLC-Inhalte, also diese Skins, die sind es wert, dann könnt ihr drüber nachdenken, 60 Euro auszugeben. Ansonsten gibt es nämlich nur noch für euch die große Edition. Und in der größten Edition, der Collectors Edition, ist so einiges mit dabei. Vorab, Ubisoft lässt euch aktuell abstimmen, welches Steelbook es in die Collectors Edition schafft. Das finde ich eine ganz coole Sache. Ihr könnt das auf Twitter abstimmen. Ich habe das Ganze auch retweetet, schaut also auf meinem Twitter vorbei, wenn ihr mit abstimmen wollt und euch die CE eben holt. Aktuell stehen da 2 Steelbooks zur Auswahl. Es ist also noch nicht klar, welches reinkommt. Ja, so ein bisschen Vorvertrauen muss dann da sein, dass die Leute das nehmen, was ihr feiert. Zusätzlich zum Steelbook gibt es natürlich das legendäre Collector's Case. Das ist eine große Pappbox, wie immer. Der Spiele-Soundtrack ist diesmal auf einer CD mit dabei, mit so einer kleinen Papphülle, also eine ganz nette Sache. Das kann man sich immerhin so ein bisschen ins Regal stellen. Sieht nicht so geil aus wie so ein, ja, so ein schönes CD-Case, aber immerhin habt ihr das Ganze physisch vorhanden. Abseits dessen gibt es noch eine Karte von Assassin's Creed Mirage bzw. von Bagdad. Die Karten sind eigentlich immer ganz cool auf einem netten Papier gemacht. Mal schauen, wie das dann wirklich aussieht. Ich denke mal, es wird auch ein Collectors Edition Unboxing für euch auf meinem Channel geben. Also da einfach mal die Augen offen halten, falls ihr noch unschlüssig seid. Manchmal sind die allerdings bereits vorab ausverkauft, müsst ihr also jetzt abwägen, ob ihr blind kauft oder nicht. Neben der Karte gibt es dann noch das Mini-Artbook. Aha. Warum Mini? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall klein und entspricht dem Inhalt des digitalen Artbooks. Ihr habt es dann physisch, finde ich auf jeden Fall etwas besser, als das nur als PDF bereitzustellen. Basims Brosche, auch die liegt dem Ganzen bei. Ja, ist halt eine kleine Brosche. Finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Kein Argument für mich, das zu holen. Auch der digitale Download-Content der Deluxe-Edition ist im Paket mit dabei. Aber das große Highlight ist natürlich die Basim-Statue. Basim in der mittleren Montur, also er ist quasi frisch bei den Assassinen, hat noch nicht die Meisterrobe an und ist unterwegs in Bagdad. Steht da so auf einem, ja, auf seinem Torbogen. Ich finde, das sieht ziemlich cool aus. Die Statue sieht sehr, sehr nice aus. Er hat 2 Wurfdolche dabei. Die Brosche, die ihr auch eben bekommt, hängt an seinem, ja, an seinem Schal oder an seinem Pali. I don't know, wo dran genau. Die versteckte Klinge ist ausgefahren und man sieht seinen Finger, der ist ab. Finde ich eine sehr, sehr geile Statue. Also die gefällt mir tatsächlich. Ob es den Aufpreis von 100 Euro rechtfertigt, das wisst nur ihr. Aber meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall eine teure Sache. 100 Euro für eine Statue und ein paar kleine Goodies,
das ist schon knackig auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, solche Statuen, die gibt es teilweise für 50 Euro einzeln. Also money worth eher nicht. Das hat, wenn dann, Sammlerwert für euch, weil ihr das haben wollt und Bock darauf habt. Wenn ihr mich supporten wollt, dann packe ich euch gerne hier unten die ganzen Amazon-Links rein. Dann findet ihr die Produkte ganz schnell. Und ja, die Collectors Edition übrigens 150 Euro, ja, just so you know. Und ich habe es ja gerade indirekt gesagt über den 100 Euro Aufpreis. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch noch bei meinem Sponsor und Partner Eneba.com vorbeischauen. Auf Eneba gibt es legendäres PSN-Guthaben. Mirage gibt es da aktuell noch nicht, wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich über das PSN-Guthaben supporten und es euch so bei Sony vorbestellen. Links dazu auch in der Beschreibung. Ich freue mich auf euer Feedback. Welche Version holt ihr euch? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nach meinem Urlaub wieder zum legendären Assassin's Creed Marathon, bei dem wir nochmal alle ACs durchspielen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ciao, euer V. Macht's gut. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.